Yes, you can, das finale Battle. Wer von euch jetzt das Zeug hat, wirklich der YouTube-Kanzler 2013 zu werden, das werden wir heute Abend gemeinsam mit dem Publikum rausfinden. Wir kommen zum ersten Spiel. Du bist das Volk. Starten wir jetzt mit der ersten Frage, Freunde. 20 Sekunden habt ihr jetzt zum Abstimmen. Euch... Aha, ist ganz besonders wichtig, ein Jugendminister für Deutschland. Jetzt bin ich mal gespannt, welches unserer Teams das richtig eingeschätzt hat. Genau, ein Team. Ja, ja, ja. Tolga Zert und Alexander Kleino. Das nächste Spiel, das wir spielen, hört auf den Namen Halt, Stopp. Wer das Ende der Videos kennt, der buzzert. Aha, Herr Bernschneider. Der Kleine quiekt gleich und die Mutter erschreckt sich tierisch. An der Grenze zu vollziehende wirtschaftliche Aha, Daily Knädel, was passiert hier? Der gute Herr redet weiter, aber kriegt sich dann vor Lachen nicht mehr ein. Hat die Zollverwaltung zusätzlich... Ganz hinten, it's Coleslaw, das bedeutet für euch, ihr seid raus. Uns verlässt der Kieler Junge 94. Game over. Und Herr Bernschneider, danke schön, danke, dass ihr mitgemacht habt, danke, dass ihr da wart. Geht's euch gut? Okay, ich habe einen Liebessong geschrieben für meine Lieblingsfrau, sie heißt Angela Merkel. Liebe Angela, ich stelle mich vor, Robert 22 Jahre alt, so schenk mir dein Ohr. Bin gebürtiger Berliner mit musikalischer Leidenschaft, schon 11 Jahre, dass ich Gedanken in meinen Zeilen pack. Liebe Angela, wir sind grad am Bluten und ich spreche für die Kinder und Jugend. Hier in Hamburg ein schmerzvolles Leid, hör zu und schweig, hör zu und schweig. Wer ist dieser Verzerker? Platz ins Game. Guten Tag, Drop Dynamic, angenehm. Wo ich herkomme, lausch mal, bin ich aus der Hauptstadt. Berlin, die Stadt, die mich vollkommen ausmacht. Sie nennen mich das Rap-Talent, Kreuzberg, Rap-Dozent. Represent meine Hood und mein Leben ist schon hart genug. Ich sag nur liebe Angela und mein Tagebuch. Drop Dynamic, also jetzt müsst ihr nochmal alles rausbrüllen, was die Lungen hergeben, Hamburg. Los, 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 einen Applaus für den jungen Mann. Na also, sehr gut. In diesem Spiel müssen die Politiker in einer Live-Ansprache erklären, warum junge Menschen in Deutschland die Macht haben oder warum halt nicht. Heute kann man in Hamburg mit 16 Jahren wählen, das kann man auf Bundesebene nicht. Das heißt also, auf Bundesebene habt ihr keine Macht. Das ist nicht gut. Das wollen wir nicht. Ihr sollt wählen können. Ich glaube... Ihr habt keine Macht, es sei denn, ihr nehmt euch diese Macht. Ich glaube tatsächlich, die Macht liegt auf der Straße, ihr müsst sie euch aber nehmen, um irgendwas zu erreichen. Eure Tweets gehen in Bruchteilen von Sekunden um die Welt. Und auf Facebook erreicht ihr mit euren Einträgen Tausende von Freunden. Daran sieht man schon, wer etwas sagen will, wer etwas sagt, kann gehört werden und wird gehört und hat damit auch Macht. Welche Teams gehen ins Finale? Mr. Wissen to go und Jan van Aken und Daily Knödel und Axel Kuckuck. Das sind unsere Gewinner und verabschieden tun wir uns an dieser Stelle von Tolga Zert und von Alexander Kleino. Einen herzlichen Dank, danke, dass ihr mitgemacht habt. Warum braucht YouTube einen Kanzler? Nee, weil ich keinen Bock hab, den Laden zu schmeißen. Kein Bock mehr, Mann! Hier sind die Außenseiter. Ihr habt ja unsere Kandidaten alle gesehen. Ihr habt vor allen Dingen auch unsere Politiker gesehen und so. Jetzt stehen hier die finalen Kandidaten. Ich möchte ja nicht wissen, wer. Aber habt ihr schon einen Favoriten? Mein erster Favorit ist schon draußen. Also
Also, so viel zu deinem Einschätzungsvermögen, okay? Es ist ja natürlich so, dass es wirklich schwierig ist, Politik auf YouTube zu machen. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr schwierig, weil die Kids, die wollen natürlich, es sind 90%, sind wirklich, und 90% der Zuschauer sind unter 18 Jahren. Und die wollen natürlich ein bisschen was Unterhaltsames sehen, ein bisschen lachen, ein bisschen Musik hören. Da ist Politik natürlich fehl am Platz. Aber man kann es, wenn man das richtig macht, kann man natürlich auch Politik interessant machen. Wir machen jetzt weiter und zwar kommen wir zum Finale. Wir kommen zur letzten Runde, meine Herren. Ja? 5 Fragen gibt es, die ich euch stelle. Ihr habt für die Beantwortung 20 Sekunden Zeit. Warum braucht Deutschland einen YouTube-Kanzler? Naja, ich glaube, als YouTube-Kanzler ist es vor allem die Aufgabe, Politik ein bisschen verständlich zu machen. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von euch sagen, es sind Wahlen, ich kann wählen, aber wen soll ich überhaupt wählen? Es gibt so viele Parteien, was machen die? Und ich finde, Aufgabe des YouTube-Kanzlers ist es, euch zu erklären, wie Politik funktioniert, was welche Partei will und einfach da ein bisschen Verständlichkeit reinzubringen. Die gleiche Frage geht an dich, Daily Knödel. Warum braucht Deutschland einen YouTube-Kanzler? Ich glaube, Deutschland braucht gar keinen YouTube-Kanzler. Deutschland braucht für eher jemanden, der die Jugend repräsentiert, also ein Sprachrohr der Jugend. Und wo soll dieses Sprachrohr herkommen, wenn nicht von YouTube? Jeder zweite Jugendliche kennt und guckt YouTube. Also wer, wenn nicht jemand, der von YouTube kommt? Ja, keine Punktlandung. Dafür stehe ich. So. Hier im Delphi-Showpalast, liebes Volk, ihr seid ja unser Volk heute, an die Geräte, ihr habt die Macht. Wer nimmt den Titel des YouTube-Kanzlers 2013 mit nach Hause? Wer hält Angela Merkel in Zukunft in Schach? Hier kommt die Stimmen, es war ganz knapp und gewonnen hat Daily Knödel! Yes, Deutschland hat einen YouTube-Kanzler 2013. Nimmst du diese Wahl an? Ja, so wahr mir Gott helfe. Hervorragend! Damit haben wir ganz offiziell einen YouTube-Kanzler. 2012 hat er den 3. Platz bei The Voice of Germany belegt. Michael Schulte, die Bühne gehört dir und wir gehen ab. Under this earth, deep in the ground, there's a river flowing, making hardly a sound. And don't you see that you're drowning, you're drowning yourself? And don't you see that you're drowning, you're drowning yourself? And don't you see that you're drowning, you're drowning yourself? And don't you see that you're drowning, you're drowning yourself? Don't you see that you're drowning, you're drowning yourself? And don't you see that you're drowning, you're drowning yourself? Zum Abschluss, zum Krönenden, möchte ich nochmal alle unsere Kandidaten und überhaupt jeden, der noch da ist, auf die Bühne holen. Sehr gut, danke an alle. Danke, dass ihr da wart. Ups. Und danke fürs Mitmachen und die Geduld. Und bis zum nächsten Jahr. Danke.